Herzlich willkommen zurück zur Landwirtschaftssimulator. Weiter mit meiner Wichtigkeit Glamour hier. Wir sind hier fleißig am mit der Motorsäge am Quälen, ne? Die Stiele mal ein bisschen zum Qualmen bringen, die unsere letzten Baumstämme klein schneiden, weiterhin auf unser kleines Haufensystem packen und danach alles weghäckseln. Ein bisschen nebenbei auf unsere Felder achten, wann wir striegeln müssen oder wir düngen, wenn es zu dunkel ist. Dann warte ich, bis die Nacht vorbei ist und werde düngen. Lieber wie striegeln. Hat er jetzt durchgeschnitten? Nein. No, geht doch. Ja, schön. Ah, ich glaube, den hätten wir gar nicht mehr gebraucht. Egal. So, jeder Nachbar freut sich, es ist 20 Uhr abends. Und wir schneiden hier Holz. Mal gut, dass hier keiner wohnt in der Nachbarschaft. So, jetzt im Spiel. Außer vielleicht der Förster, der vielleicht gleich um die Ecke kommt und meckert mit uns. Wo sind meine ganzen Bäume, Mutti? Mann, du kriegst ja neue nächstes Jahr. Hab Geduld. Ja, ich muss die Baumstümpfe müssen wir dann später entfernen und dann kann man hier auch alles voll sehen wieder. Was jetzt eigentlich funktioniert, das war ja auch ein Problem in LS, dass man, wenn man viele Bäume gepflanzt hat, dass dann die Bäume, wenn man sie abgesät hat, verschwunden, gefällt hat, dann sind die einfach verschwunden. Das wurde jetzt auch mit dem letzten Patch behoben. Die Leute, die keine Steam-Vision haben, sollten sowieso meiner Meinung nach alle 2-3 Tage mal bei Farming Simulator auf die Seite vorbeischauen und in die Updates schauen. Weil die müssen ja selbst updaten, die Leute. Okay, da war ich ein bisschen zu schnell. Was schön ist, man drückt einmal linke Maustaste, man geht einfach, man dreht langsam die Maus. Mit rechte Maustaste können wir einfach werfen. Und gut ist die Geschichte. Jetzt machen wir den hier noch und dann sind wir durch. Dann können wir häckseln. Zack, reicht das? Jawohl. Und dann waren das schon ein paar Bäume, Leute. Ja. Das war schon. Und der ist so schwer. Och ja. Da bin ich ein bisschen zu wehleidig. Den kann ich nicht anheben. Na gut. Guckt euch diesen riesen Stamm mal an. So. Ah, da bin ich da hängen geblieben. Brr. Wo willst du hin? Bleib bei mir, mein süßer Stamm. Ja, geht doch. So. Jetzt richten wir den. Den Häcksler aus. Ja, nämlich auch schöne Festtagsbeleuchtung. Muss man auch mal sagen. Ja, wie richten wir den denn aus? Ne, so auf gar keinen Fall. So. Weil das Teil hat ja auch ein cooles Gimmick. Und den kann man das gleich auch machen. So, hier abhängen. Wir fahren hier über die Stämme. Verpieseln uns mit dem Case dahin. Gehen wir mal hier hin, so, dass wir da Licht haben. Hier, dass nachher die Aufnahmen so mega dunkel sind, Leute. So. Ausmachen können wir. Jetzt steigen wir in den Jens Häcksler. Sieht komisch aus. Ist aber halt so. Oh. Oh.
So, dann drücken wir F1 für Motor starten, der gar nicht startet in dem Sinne, aber man kann dann hier vorfahren. Er fährt zwar jetzt ziemlich langsam, weil es ja echt bergauf geht. Eieiei. Normalerweise fährt er 2 km/h. Einfach mal F3. Ja, dann drückt man einfach B. Und dann löppt das Ding. Und dann kann man STRGI drücken, wenn ihr jetzt ein Haufensystem machen wollt. Könntet ihr beigehen und den auf 1 km/h stellen, einfach so, zack. Dann würde er ganz langsam und gemächlich immer vorfahren und ihr würdet immer nur die Holzstämme da reinknallen. Ohne Ende. Was cool wäre, wenn man eine Gabel hätte, wo man so Kleinzeug mit anheben könnte und dann einfach reinkippen. Und dann würde das einfach da so reinpfeffern. Wäre auch schon cool, aber die fliegen ja halt ein bisschen viel durch die Gegend. Ich weiß auch gar nicht, ob der Jens Hexer das wirklich kann in echt. Vorfahren, so langsam. Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist wirklich so. So, gleich sollten wir hier über den Berg weg sein. Nein, wir müssen hier die ganze Zeit hoch. Na gut. Eigentlich sollte er weiterfahren. Ey, warum fährst du nicht weiter? Ich hätte gedacht, er würde weiterfahren. So, jetzt kommt er ein bisschen. Eigentlich fährt er 2 km/h. Also das können wir, kann ich schon mal sagen. Hätten wir den doch mal ein bisschen weiter da reingedrückt mit dem Case, aber gut. Was soll's. Licht hat das Ding natürlich auch. Hier volle Festtagsbeleuchtung. Ohne Probleme. Das Ding können wir auch verstellen. Ganz vergessen zu sagen. So, das reicht. Machen wir mal an. Können aussteigen. Nehmen uns den hier. Und wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass er nicht zu, dass er nicht voll ist, der Hänger. Nicht, dass uns nachher Holz verschwindet. So, ab geht's, Leute. Zack. Zack. Können wir schon mal so ein bisschen voraufräumen. Können wir nämlich später da ein bisschen mehr weiter vorfahren. So. Ich bin heute nicht ganz bei Sache, man merkt es vielleicht. So, zack, zerrapp. Zerrapp. Ey. So. Na komm. Zack. Hey. Bin aber gerade ein bisschen hassig hier mit meiner Maus. Ups. Wir haben uns einen scheiß Platz ausgesucht, weil das hier hoch geht. Aber was soll's. Wir kriegen das schon hin. Machen wir jetzt auch nicht so viel Gedanken drum. Kidney, Gall, Call. Jetzt können wir ja schon mal reingucken. Ihr habt ja ungefähr gesehen, was da jetzt reingegangen ist. Das war nicht viel, was wir da reingeschmissen haben. Und wir haben jetzt schon 13.000. Ne? Also gleich ist Ende, Leute. Ja, 21.000 gehen da nur rein. Also es geht wirklich schnell. Zack. Wie gesagt, wenn man dünne Stämme hat, ist es natürlich auch logisch. Kommt weniger. Man dickere Stämme, kommt mehr und so weiter und so fort. Also eigentlich ganz normales Prinzip. Ja, umso schwerer die sind, umso mehr Holz kriegen wir raus und umso besser ist es. Oh, nicht auf den Kopf fallen. Zack. Zack. Jawohl, da haben wir einen kleinen Staudamm. Schneiden wir doch einfach mal durch. Und ist die Sache auch gleich weg. Zack. Jetzt sollte er voll sein. Ja, jetzt geht auch nichts mehr rein. Er stoppt. Das hat er jetzt gespeichert da drinnen und wir müssen es jetzt wegbringen. Können wir. Jetzt können wir gucken, wo wir es hinbringen.
Geschnetzeltes 277 zu Phantom Waves Hill. Phantom Waves Hill. Waves Hill. Okay, wir müssen hier hinten lang. Okay, verstanden, wo ich hin muss. Alles klar. So, jetzt bringen wir eine Fuhre weg. Wie gesagt, es ist das, was ich sage. Es ist nicht viel, was wir da reinbekommen, einfach in den Hänger. Wenn man später einen größeren hat oder so, dann bringt man natürlich auch dann mehr auf einmal weg. Aber es ist wirklich nicht viel, was man auf einmal transportiert. Oh, scheiße. Habe ich wieder auf eine Karte geguckt? Sag ich mich um die... Nein, doch nicht. Oh, die Laternen sind noch gar nicht an. Warum? Normalerweise leuchten die doch. So. Vollgas. Alles, was geht. Die Sachen wegbringen. Hier haben wir unseren Bahnhof. Finde ich auch geil, ne? Wenn man jetzt in den Spiegel guckt, Leute. Man sieht, wie es rot leuchtet am Hänger und so. Das finde ich schon mega cool alles. Das spielt man auch gerne nachts. Also ich zumindest. Ja, wie gesagt, versucht mit Leuten zu spielen, so viel wie möglich. Oder guckt bei Farming Simulator ins Forum, Leute. Da gibt es auch ohne Ende Leute, die wirklich welche suchen, mit denen man zusammenspielen. Also die suchen halt Leute zum Zusammenspielen. Mein Gott, was laber ich heute? Oh, braucht ihr Leute zum Zusammenspielen? Guckt bei Farming Simulator ins Forum und da werdet ihr auf jeden Fall welche finden. Sonst schreibt da einfach rein hier, suche Leute zum Zusammenspielen, bla bla bla. Und ja, dann werdet ihr auf jeden Fall Leute finden. Das ist ganz easy eigentlich, andere zu finden, mit denen man zusammenspielen kann. So, und hier sollte eigentlich die Entladungsstelle sein, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ja, das war das eigentlich mit Hexeschnitt, ne? Weil wir haben schon verkauft für Hexeschnitt. So, jetzt können wir F1 drücken, dann können wir nämlich sagen, hinten, nein, möchte ich nicht. Ich möchte, dass er nach links abkippt und kippen, mein Freund. So. Und die Kohle läuft. 8.000 hatten wir in dem Sinne. Haben jetzt 14.500. Also in dem, sagen wir mal, gut 5.000 pro Hänger. Es hört sich nicht viel an, aber man muss überlegen, für diesen kleinen Berg, den ich jetzt da gemacht habe, ist das wirklich nicht ohne. Ja, also ich schätze, 2 bis 3 Hängers werden wir auf jeden Fall da rauskriegen. Und dann geht das. Meiner Meinung nach. Das ist vollkommen okay. Dann hat man gut seine 15.000, 20.000 holen wir aus diesem kleinen Berg. Und das einfach in der Nacht. Ja, oder dann, wenn die Ernte am Wachsen ist. Ich mache das ja jetzt nicht die ganze Zeit, sondern das soll ja der Lückenfüller sein für die Zeit, wo die Felder am Wachsen sind, weil ich kann jetzt sowieso nicht schnell stellen oder man kann jetzt schnell stellen, dann muss man wieder langsam stellen, dann muss man striegeln oder halt düngen, was man halt gerne möchte und danach macht man halt weiter. Du würdest dann wieder die Zeit schnell stellen, würdest dann wieder auf deinen Mähdrescher steigen und das ist das, was ich absolut nicht cool finde einfach, da man einfach hier für eine billige Lösung. Ja, du musst überlegen, 64.000 Leute haben wir jetzt ausgegeben für den Häcksler und ein Tausender für die Motorsäge. Also 65.000 ausgegeben. Einfach hier für so ein bisschen Holz machen. Und ich finde, das ist akzeptabel. Und 65.000, wenn wir einfach rechnen, 65.000, wie kann man denn das am besten rechnen? Ja, wenn wir 5.000, ja, bei diesem Hänger macht man gut 5.000. Muss ich gerade über... Ja, hier lang. Bringen wir in dem Sinne knapp 15 Hänger weg.
Ja, und dann hätten wir das Geld schon wieder voll drinne. Und 15 Hänger ist nicht viel. Absolut nicht. Ja, und wenn nächste Woche der Jan wieder da sein sollte, dann macht einer hier die Haufen, der andere fährt und bringt es weg. Guck mal, da ist ja nichts weg, Leute. Und man muss überlegen, es ist noch was drin im Häcksler. Das, was er vorher nicht mitgenommen hat. So, das werdet ihr jetzt sehen. Er hat ja nur einen 5000er Speicher. Vielleicht war er auch komplett voll, das weiß ich nicht. Dauert einen Augenblick, bis er immer anfängt zu zählen. 2000, 3000, 4000, 4199 war da drinne, was wir jetzt schon wieder hätten. Und deswegen ist es nicht viel. Ja, guckt euch das an. Das sind auf jeden Fall noch 2-3 Hängers. Und so finde ich die Idee gar nicht schlecht. Ich sage damit auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns auf jeden Fall ja, nächste Woche wieder, Leute. Ja, für euch morgen wieder, für mich. Nächste Woche erst wieder Runde aufnehmen. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage damit vielen, vielen Dank und hoffe, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet und dass es nicht ganz so langweilig war. Ich möchte mit euch noch einmal hier den Sonnenuntergang anschauen, wie himmlisch es denn einfach aussieht. Sage damit vielen, vielen Dank. Bis morgen. Euer Gabur. Ciao, Laui.